Es ist spät in der Nacht. Die Sterne sind draußen und du, du bist drin. Mit uns. Zeitgeist und wunderlich, dein Late Night Podcast, wo der Kaffee kalt ist, die Witze heiß und die Themen, naja, irgendwo dazwischen, so so dazwischen. Also zieht euch warm an, macht euch gemütlich und freut euch eine neue Folge. Und Einen wunderschönen guten Tag. Welcome back, hier sind Sie. Sie sind wieder da aus der Sommerpause. Janni. Und Maxi, da sind sie, die beiden, süßen von Zeitgeist und wunderlich. Hallo Jani! Ja, hallo Maxi, grüß dich, mein Lieber. Und ich merke schon, du bist allerbester Laune. Und genauso soll es sein. Mit richtig viel Wucht und Energie kommen wir hier zurück aus der Sommerpause. Ja. Und ähm, nicht nur Wucht, Energie und Dynamik, sondern auch einen neuen Look. Ich habe hier eben, ja, das Videofenster aufgemacht und ich traute meinen Augen kaum, denn ich habe gesehen, unser lieber Maxi, er ist quasi der Markus Butler. Ja, von Zeitgeist ja. und Wunderlich. Mit einer blonden Mähne kommt er daher. Es ist wirklich schon fast die Frage, ähm, ist es hier Gen X oder ist es Gen Z? Also <laughs> irgendwo dazwischen. Zwischen ja. diesen Welten wandelt er gerade. <laughs> zwischen Gen ich, X und Gen Z. Ich bin doch Generation ja. Y, ja. Nee, also. <lacht> <lacht> genau, das ist, genau das ist richtig. Genau da bin ich äh, angesiedelt. Ich wollte noch mal ich wollte eigentlich nochmal ein äh, Mats Hummels Gedächtnis eine maximums gedenknis machen, wie du dich erinnerst, hatte der die auch mal blond im letzten Jahr. Hatte ich, die so. auch. Musste auch eben ganz kurz dran denken. Da wurde aber nie final aufgeklärt. Hat ja, doch, er hat gesagt, eine Wette verloren. Ja, er hat gesagt, er hat eine Wette verloren. Ich gebe es zu, ich bin geinfluenced. Einfach, ich habe jetzt die letzten Wochen wirklich so viel so viel ähm, Friseur-Content konsumiert. Ja, das Revival mhm. der Friseure und da habe ich heute entschieden, auf dem Sonntag, auf dem 3. September, hey, Du bist 37, jetzt ist es Zeit für die Midlife Crisis und ab dafür, ja, und hab einfach gesagt, komm, ich probiere es mal aus. Ich färbe mir die Haare weiß. Und der, der, der tolle Nebeneffekt, irgendwann wächst das ja hoffentlich raus. Also es war jetzt die Option, entweder fällt das jetzt einfach alles aus, weil überhaupt dieses, das schüttere Haupt da überhaupt gar nicht mehr imstande ist, noch irgendwie sich dagegen zu wehren, was da auf dem Kopf passiert. Oder ich kann wirklich nochmal jetzt dabei real zugucken, wie langsam mhm. mein Haar wächst oder wie schnell. Das wird man dann sehen. Ja, das wird man sehen. Da darf ich immer nur an den Fußballspieler Milan Barosch erinnern, der damals mhm. irgendwann bei der EM mitgemacht hat und der hat einfach innerhalb von drei Wochen hat er so ungefähr, irgendwie sich so, so einen Pferdeschwanz wachsen lassen. Vorher Kurzhaarfrisur, <laughs> dann auf einmal so wallende Mähne. Ja? Ja. also ich glaube, das war der Mensch, wo ich, das schnellste Haarwachstum of all times festgestellt worden ist. Vielleicht ist es auch so bei dir. Wir, wir werden sehen, lieber Max. Ja? Ja, ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, aber why not. Es ist ein hipper Look, ja, äh, du tust auf jeden Fall einiges dafür, dass dieser Podcast sich hier verjüngt, ja, ja. und was du optisch versuchst, das versuche ich über den Content, ja, ich werde hier immer mal wieder so ein paar Jugendwörter, <laughs> <laughs> werde ich hier ey, auf Lock super, einfach das, mal ja. reinhauen. Finde ich, ja. find ich gut, ey. Das, ist, das, ist halt das ist auf jeden Fall fly, das ist auf jeden äh, Fall fly, finde ich gut. <laughs> Ähm, dazu auch, ähm, also großartig das, was das angeht. Und ich habe ja auch noch was anderes. Ich habe ja auch noch einem Hobby während der Sommerpause gefrönt, äh, Du weißt, ich bin ja ein umtriebiger Mensch. Ich habe ja dir vor, vor der Sommerpause, hatten wir noch eine Folge, was so man im Sommer jetzt so alles machen kann. da habe ich mhm. gesagt, ähm, wie wäre es denn mal so ein bisschen so mit, mit Schmuck, ja? Fashion Pieces. <laughs> Und ich habe ja, ja und da hatte ich, ich ja schon gesagt, ja. ich habe für mich ja herausgefunden, ich bin ja scheinbar nicht der Kettentyp. Ne? Ja, ich, aber hier, ich will nur sagen, <laughs> ich habe selber gearbeitet. Ich habe. Es ist in, <laughs> in, mehr, in Mehrfachproduktion, also es wurde schon mehrfach angefragt, ich habe es nicht nur für mich produziert, so eine Nein. herrliche Kette, sondern auch schon für andere Leute. Also ich habe das, also ich bin Spielerfrau und Schmuckdesigner, ich bin kurz davor. Also wirklich, Max ist sowas von kurz davor, einfach in Düsseldorf auf der Kö seine so eigene Schmuckmanufaktur ja. zu eröffnen. Ja? Ich sag dir ein, und ich dann bin dann kurz davor, dass die mich im Club fragen, ob ich einen Ausweis dabei habe. <laughs> so jung und bin äh, ich. Nicht. Absolut, ich finde es wirklich großartig. Und ich kann mir das aber genau vorstellen, wenn du wirklich dieser Typ wärst, ja, der selbst so eine Schmuckmanufaktur hat, du wärst dann auch so einer, der vorne die hoch ähm, wie, wie sagt man nicht, Hochpreising. Hochbetagten, Hochpreising. hochbetagten und aber auch wohlhabenden Kundinnen vorne an der Pforte abholt und dann während des Beratungsgesprächs hältst du permanent ihre Hände. Ja, ja ich mach das so damit wie sie sich bei, bei dem Film, leg dich nicht mit Sohan an, kennt ihr ja, ja. Haare schneiden und danach mhm. wird noch ein bisschen mehr Lachen gemacht hinten. Also weißt du, da, wird, werden, da gehen ja dann die ganzen alten Damen alle zu ihm zum Haare schneiden ähm, ja. und äh, silky smooth und dann, äh, und dann werden die noch einmal so weggepfeffert im Hinterzimmer. Ja, also genau, genau so stellen wir es uns vor. Das ist hier das All-Inclusive-Package. Aber ich sehe Aber Max, gerade, du hast hier den Arm gehoben, Jan. Du hast auch ein neues It-Piece, wie ich sehe. Jan hat ein neues It-Piece. Jan hat sich eine, wirklich, ich sehe, ich schau drauf. Ist, ist es wirklich, ist, ist es, ich, lass mich doch mal zu Ende reden. Ist es so. wirklich, ich sehe hier, es funkelt und blitzt. Ist es wirklich die weiß-goldene, mit Diamanten bestückte Cartier, die ich da sehe? Toll. Ähm. Hätte man erst meinen können, sie ja. sind ähnlich in Form und Farbe, aber es ist tatsächlich einfach nur eine Swatch. Aber, mein Lieber, da ganz tolle Story dazu, es ist eine Swatch aus den 80ern. Ja? Ja. Äh, und zwar von einer lieben Freundin, der Vater hatte noch ganz viele alte Swatches zu Hause und hatte gesagt, hier brauche ich nicht mehr, kannst du haben. Ja, und dann haben wir so gemacht. Ne? Ja. Und seitdem habe ich hier ja ein, ja, seitdem seitdem ein Zimmer voller Swatches. <laughs> seitdem gehen die Uhren bei dir anders. Und zwar auf 80er. Das stimmt in dem Fall sogar. Weil das Ding ist, ich, man konnte sich bei Swatch wirklich eine neue Batterie einsetzen lassen. Aber ich bin ehrlich, die Uhr geht trotzdem die ganze Zeit falsch, weil die doch immer wieder stehen bleibt und so. Aber ja, ist kein Problem. Ziffernblatt reinigen, Ziffern, Blatt reinigen kann ich nur empfehlen. Ist wichtig. Kann man zum Uhrenmacher gehen. Kann ich dir jemanden in Düsseldorf empfehlen. Gehst du hin, machst du das. Wunderbar. So, jetzt haben wir uns aber hier fast schon ein bisschen verquasselt. Ja. Eine Sache, bevor ja. wir in den harten Polit-Talk einsteigen, möchte ich trotzdem ganz kurz, wie ich sagen würde, tiefer legen, ja, weil du hast es jetzt immer wieder so ein bisschen gestreift dieses ganze Thema Friseur-Content, weil das hat mich auch in den letzten Wochen mehr als bewegt. Ja. Ich kann mich sehr gut erinnern, es gab ja schon mal diese Hochzeit von <laughs> ganz ganz merkwürdige friseur -Videos. Es, gab, es, gab, die, es ja? gab die Hochzeit von dir, als du eigentlich vor zwei, drei Jahren und sehr viel ja. Friseur-Content geliefert hast. Äh, genau. Weil ich sag nur, wen, also du hattest ja einen Friseur, der war kurz davor, irgendwie dir nur noch Aluhüte zu machen. Ach nee, das war der Physio, ne? Ähm, Physio auch, aber es gab auch mal so einen Friseur. Es gab ja, auch so das einen ist friseur. schon korrekt. Ja, mhm. äh, gut, jeder vierte Deutsche glaubt an Verschwörungstheorien, also von daher ist es also, ein weißt du, <laughs> Der Mann war Mainstream. <laughs> ja, der Mann war Mainstream sozusagen. Und dann hattest du ja noch einen, wer hat da auch immer noch die Haare geschnitten gekriegt? Äh, irgendjemand mm. Prominentes? Ja, eigentlich die ganze Düsseldorfer Fußballer-Prominenz bei unserem lieben Freund Jassin. Ganz liebe Grüße gehen ja. raus. Fußballer-Prominenz, aber auch die Rap-Prominenz hier aus Düsseldorf. Ja, ja und du. Also, hier also mma der erster Stunde. <laughs> Wie wir alle wissen. Ja, ja und da genau. hast du schon lange über Friseur-Content geredet. Und jetzt hat ja. sich es auch endlich, ne, wir sind ja schon lange Trendsetter, jetzt hat sich es auch endlich durchgesetzt. Ähm, also du, man kann eigentlich indirekt sagen, du bist der Erfinder des Edgar. Bisschen ja, wobei mich dann am Ende des Tages doch überrascht hat, wie beschissen diese Frisur. Eigentlich ist. Das wollte ich gerade sagen. Das ich gerade sagen. Wie <laughs> beschissen ist diese Frisur? Wirklich, also ich weiß gar nicht, was das ist. Also ich nenne das mal einen veritablen Hackspoiler. Ja, wirklich, wirklich. Das ist, das ist so, also wirklich, so worst of all worlds. Ja? Man immer also, noch, <lacht> <lacht> da ist ein Spoiler, da ist eine Pommesablage. Ja. Also das ist ganz verrückt, <laughs> weil für alle, die jetzt bei denen der Trend noch nicht angekommen ist, ja, ja. die noch überhaupt nicht wissen, <laughs> was ist jetzt hier mit irgendeinem Edgar und was ist mit dem Taper Fade und was mit dem Ho -Fate, Low Fade? Ja, und noch ein schönen paar Curls rein. Und wichtig so. ist, da muss alles im Schweizer Dialekt kommen, sonst ist das halt nicht authentisch. Ja. Es scheint tatsächlich so. Es gibt irgendwie so einen TikTok Friseur, ja. der sitzt in der Schweiz, so und ich weiß nicht, ob das Mr. Edgar persönlich ist, ob der sich diese völlig beknackte Frisur selbst ausgedacht hat, weil er gedacht hat, irgendwelche Vollidioten werden wirklich darauf kommen, mir, ja. mir zu folgen. Jedenfalls, man sieht immer jetzt diese Videos und es geht schon mal so los: dieser Schweizer Friseur. Fragt dann seine KundInnen, also sind eigentlich nur Kunden, kann man ja. schon sagen. es sind irgendwelche, muss man nicht gendern. Da, da, also, de, da wollte ich gerade sagen, das Thema ist ein reines Hi-Him-Thema. <laughs> genau, <lacht> auf allen Ebenen. So, auf allen Ebenen. So, da fahren da halt jetzt so junge Männer, zwischen, sagen wir mal, 15 und 25, maximal, eher so 15 bis 21, die fahren da jetzt hin zu ihm in der Schweiz. Dann fragt er die direkt auch zu Anfang, wie lange bist du gefahren? Und dann ist es so: dann sind wirklich diese Typen zum Teil stundenlang unterwegs. Und alle wollen sie eins. Sie wollen irgendeinen Edgar, sie wollen irgendeinen Fade und. Ja, mit Fade oder Taper Fade. Und, 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 und dann. Und hinten noch, halt, noch ein Tribal rein. Genau, und dann lassen sie sich wirklich allen Ernstes. Also als wäre es das Hinterkopf. Jahr 19. Als wer ist das Jahr 1998? Lassen die sich da noch irgendwas reinrasieren? Also, ja. das ist wirklich der, 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 der Realität gewordene ja, feuchte Traum von vergessen. Pierre Emeric Obermeyang. Ja, wirklich. Ja. Und du hast aber die Front vergessen, weil hinten hast du schon den Spoiler. Und dann wird ja, ja meistens auch noch Dauerwelle gelegt, also Mini-Pli wieder schwer angesagt. Aber dann gibt es so: Die vorderste Haarreihe ja. ist, so, ne, ist so, die bleibt glatt und wird mhm. richtig gerade mit Lineal. Komplett kurz über die Augenbraue gezogen, ganz gerade, dass du so ein richtig so ein bisschen so, als würdest du nach UFO suchen, Lukas, also so ein bisschen, <laughs> ein bisschen verblödet aussiehst. Und dann hast du so ein Stück gerade und darüber kommt dann so Curly und dann hinten der Spoiler. Also das ist wirklich, also der Mann muss sich denken, wenn der das sieht, sagt er sich, lovely. Ja, das ja. ist großartig. Ja, also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall der Edgar. Und auch an der Stelle. Denke ich, Max, spenden wir beide uns mal kurz ein bisschen Applaus. Ja. Weil wofür? ich glaube, wir haben jetzt viele. <laughs> wofür? Weil wir haben ja jetzt viele Leute auch noch mal aufgeklärt. Ne? Sehr gut. Ja. Also ich denke mal, sieben. Also eine Marktforschung, die ich jetzt gerade angestellt habe in diesem Moment, war eine Online-Marktforschung, hat ergeben, 87,3 Prozent unserer Hörerschaft kannten den Edgar noch nicht. Ne? Nee. Deswegen. Gut, dass wir da auch mal ähm, Aufbauarbeit geleistet <laughs> haben. Also, ohne Audience kennt Edgar Wallace noch persönlich. <lacht> 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 ja. So, so <laughs> maximal, die sind maximal gerade bei Edgar Davids angekommen. <lacht> also, <lacht> Nicht zu verwechseln mit Ed von Schleck. Also, ja, äh, de, 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 deswegen würde ich sagen, Max. Ja. Wo wir doch jetzt das ganze Thema Friseur-Content ausreichend besprochen haben. Lass uns starten in die politische Woche. Die politische Woche mit Maxi und Jan. Ja, und da hat ja ein Thema auf jeden Fall die Politik diese Woche <laughs> dominiert. Und da muss man auch sagen, das kam jetzt sehr unerwartet. Ne? Also, ich persönlich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt ähm, kurz nach dem Sommerloch, oder vielleicht sind wir auch noch mittendrin, man weiß es nicht, Zwei Wochen lang nur über Hubert Aiwanger diskutiert wird. Ne? Ja, ey, sorry, Und, aber Hubert Aiwanger, ey, Alter. Ja, bitte, please it's, continue. It's, ich, ich würde sagen, wie, in aller Kürze stecken wir nochmal ab, was da genau gelaufen ist. Ja? Ähm, vielleicht ganz kurz zum Kontext. Ich glaube, in sechs Wochen ist Bayernwahl. Ne? Also kurz nach, dem kurz nach Ende des Oktoberfests kommt was. Ja, da könnte ich dir noch sagen, ich bin dieses Jahr auf dem Oktoberfest. Ich tatsächlich auch. Wirklich? Wann bist du da, ist die Frage. <laughs> ich glaube, am 26.09. Ah, da, da werden wir uns wahrscheinlich um zwei Tage verpassen. Das ist also ich dramatisch. Am, also am 24. komme ich in München an. Es ist ja, ich bin ja, ja, Jan, du weißt ja, ich bin ja, also die Frisur, ich bin ja auf dem besten Weg dazu, <laughs> mit der Kette und der Frisur. Ich bin ja auf dem besten Weg, schrulliger. Schrulliger Tech-Milliardär zu werden. Das ist ja, ein ja. <laughs> Und ich bin natürlich auf der Bits und Pretzels mit meinem Podcast-Buddy Klaas Häufer Umlauf. Er ist auch dort. Und Michelle ja, Obama. Und Michelle Obama ist auch da. Und wir drei äh, werden München unsicher machen und gemeinsam uns mal richtig einen reinstellen auf dem Oktoberfest. Und dann werdet ihr uns drei kotzend. Und, ähm, und, und eingesaut diesen diesen Bumshügel darunter rollen sehen. Ja, genau. <lacht> 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 auf, auf, auf der Krawatte von äh, Barack Obama fahrt ihr dann diesen ja, die, Bumshügel da Michelle Obama kommt. Barack kommt Ja, ich weiß, nicht. ich weiß, aber vielleicht hat sie doch trotzdem eine Krawatte von ihm dabei. Da Ach wird so. man doch noch davon ausgehen können. Okay. Ja. Also. Ja, das kann mh, aber, aber, aber das klingt ganz, ganz wunderbar. Jetzt schon mal viel Spaß dabei. Und ähm, ich bin gespannt, was du erzählst. Ja, also, ich komme ne, am 24. an, also sonntags. Da bist du dann auch ich, da. Ja, ist, ich glaube, die Rückreise ist noch nicht gebucht, aber da machen wir uns noch Hoffnung, dass das vielleicht funktionieren könnte. Ja, ja, okay. Ich bin auf jeden Fall in den Tagen davor da. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Irgendwann, unmittelbar danach, geht ja die große Charta-Stimmung los in ja. Bayern, denn Oktoberfest vorbei und dann kommt die Bayernwahl. Und dem Vernehmen nach wird das ja auch nicht so ganz einfach für die CSU. Jetzt ist es so: In der momentanen Ko äh, Koalition yeah. ist es ja die CSU zusammen mit den Freien Wählern und der Vizeministerpräsident Bayerns ist ja wer? Richtig, Hubert Aiwanger. So. Und da ist jetzt eine, ein pikantes Detail aus der Kindheit aufgetaucht, nämlich hieß es da. Sagen wir nicht aus dass, der Kindheit, sagen wir aus der Jugend. Aus der Jugend. Sind wir so Richtig. ehrlich? Aus der Jugend. Weil sonst, sonst kann man fast schon auch sagen, ja, Kindheit und so, man wusste es ja nicht. Nee, nee, das war schon aus der Jugend und zwar, ähm, dass er antisemitische ja, Flugblätter. Moment, da will ich jetzt, das ist ja jetzt sozusagen ein bisschen so, also ich, ich weiß gar nicht, wer es geleakt hat, das weiß ich gar nicht. Genau. Ja. Es wurde auf jeden Fall natürlich München, es wurde von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht und ähm, da wurde natürlich äh, schnell drauf losgebasht. Man. Äh, es ist ja nicht bestätigt, bis heute noch nicht, ob die mhm. Sachen von ihm sind. Sondern es Nein, wurde genau. ja gesagt, es war mutmaßlich. der Bruder. Es wurde gemutmaßt. So. Man, wurde, man hat ja gesagt, es ist sein Bruder, der ist scheinbar genauso der, 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 alt wieder. Aber erst hieß es ja, er sei es gewesen. Genau. Ja, also mutmaßlich, Hubert Aiwanger hätte diese äh, mutmaßlich antisemitischen Flugblätter in Umlauf ja, gebracht. Also, dass die antisemitisch sind, das ist nicht mutmaßlich, also das ist schon ziemlich perfides richtig. Also grauenvolles, menschenverachtender Scheißdreck. Also wirklich, ja. das ist wirklich so, wo man dann, wo, wo ich nämlich auch sagen will, das ist dann auch, selbst als Kind oder als Jugendlicher kann man an der Stelle nicht mehr sagen, mhm. so, haha, das war eine Dummheit, das ist schon richtig, richtig, also unter aller Sau. Also wirklich, wirklich grässlich. Ekelhaft. So, ja, ekelhaft. Wirklich, wirklich so. War. Und erst hieß es eben, er sei es gewesen. So. Ja. Dann. <laughs> Kurz darauf hieß es aber dann, nee, äh, vertan, ähm, das war ja gar nicht der Hubert Eivanger selbst, sondern, also war ja sein Bruder. Ja, also, und alle die Welt daten, hatte noch nie der hat einen Bruder? <laughs> genau. Wahrscheinlich wurde der einfach direkt miterfunden. So also hatte bis dato <laughs> auch keinen Bruder, aber der wurde jetzt auch noch gefunden. Ne? Ja. also Jetzt, jetzt soll es der Bruder gewesen sein. Und das roch dann jetzt doch sehr stark nach... Man hat es eben mal schnell rübergeschoben. Ja. Und ähm, ja, das ging jetzt die ganze Zeit so hin und her. Und es lag doch sehr stark in der Luft ein Rücktritt von Hubert Aiwanger. Und, ne? und Weil weißt er hat du eigentlich, weißt du was? Das, das Ding ist. Der, der also von mir aus, ne, der mag das nicht geschrieben haben. Äh, mhm. Also, völlig fein, dann ist das so. Und wenn das sein Bruder geschrieben hat, oder wer auch immer. Also, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist alles fair. So. Ähm, das, das, das Ding, was mich am meisten stört bei der Nummer, ist, wie gesagt, und der, der muss es nicht geschrieben haben und dann ist es auch okay. Dann ist erstmal so die Frage: Also, er hat einen gleichaltrigen Bruder, dann muss er davon gewusst haben. Weißt Mindestens du, der das Mitwisser. Mindestens ja, genau. Mitwisser Pass auf. Und, und dann auch nicht irgendwie gesagt: Komm, <laughs> Junge, lass es lieber, es ist wirklich totaler Dreck. So, das ist es ein. Richtig. Du, 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 du bringst mich gerade noch auf was, nämlich ein Detail, das ich noch vergessen habe. Als es nämlich dann hieß, der Bruder war es, dann wurde nämlich gleich, gleichzeitig auch noch verlautbart, dass er, also Hubert Aiwanger, selbst doch dagegen gearbeitet haben soll. Er wollte ihn ja davon abbringen. Also mit anderen Worten kann man eigentlich sagen, Hubert Aibanger war so ein bisschen mh, die, Sophie Scholl, die Sophie Scholl von, ja, von richtig. Franken. Ja, aber wirklich wahr. Ähm. Und, und eigentlich dass er, also das, wo er eigentlich am meisten für in die Kritik geraten ist, finde ich, und was auch zu Recht mhm. so ist, also, dass er sich einfach hinstellt und sagt so, ja, also, da müssen, also, das ist ja jetzt doch kein Grund irgendwie jetzt hier über Amtsenthebung oder Rücktritt oder, also, es ist ja jetzt wohl alles hier nicht so schlimm, ich habe ja jetzt nichts gemacht, also, dass er auch in keinem, also, er hat ja auch dann irgendwie das nicht verurteilt oder so, also, ist auch so von seinem Buch, also er hat von sich aus gesagt, also, ich bin heute, Also der erste, das erste, was er als Zitat rausgegeben hat, ich bin heute kein Antisemit. Also wo ich schon, wo ich schon finde, <laughs> ja, kann man auch anders formulieren. Aber er hat sich dazu entschieden. Ja. Und dann hat er ja beim nächsten Mal gesagt, also ich bin Menschen, ich bin kein Menschenfeind, ich bin ein Menschenfreund und ich bin kein ähm, Antisemit, sondern irgendwie, ich bin äh, Demokrat oder irgendwie sowas. Also so, wo du dir denkst so. Ey, ohne Witz, Hubert Aiwanger ist irgendwie der smartest dumb guy in Bayern. Also, der ist ja so ein, so ein richtiger, der hat so eine Bauernschleue. Weißt du, der ist halt einfach ja. blöd, aber irgendwie ist er noch ein bisschen schlauer als seine Peers, so ein bisschen. So, so, so richtig so, ah, der, der ist ein ganz unangenehmer Typ, der, dieser Mann. Und dann, und dann stellt man fest, der ist 52 Jahre alt. Der ist also 13, 14 Jahre älter als wir. Und jetzt, ah, okay, <laughs> wow. <Und lacht> ja, das, ich, also, ich hätte er ist den noch relativ jung und dynamisch. Man hätte den noch auf. Äh, Gaulandalter geschätzt, oder? Ja, also ich hätte den zumindest mal locker 15 Jahre älter geschätzt. <laughs> ja, richtig. Also ja. das, das ist, äh, das ist ganz schön verrückt. Okay, aber jetzt ist es so: Er ist scheinbar mit dieser Nummer bisher ganz gut durchgekommen. Heute gab es noch mal eine große Pressekonferenz, ja. die ähm, relativ kurzfristig einberufen wurde von Markus Söder und ähm, ja wo dann er weiterhin im Amt bestätigt wurde oder zumindest ähm, gesagt wurde, dass er nicht zurücktreten muss. Und ich glaube mittlerweile ist es zumindest soweit zu sagen, ja ähm, weiß nicht alles so ganz so doll wie das gelaufen ist, aber ja, also er wird wohl im Amt bleiben. Also, das, das ist auf jeden Fall die Causa Aiwanger. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht nimmt das Ganze auch noch irgendeine ganz merkwürdige Wendung. Vielleicht taucht da auch noch ein weiteres Familienmitglied auf. Ja. Wir wissen es der nicht. Der böse Bruder Vario. Hm? Vario Aiwanger. <laughs> ähm. Ja, oder die, die schöne Prinzessin Peach. Ja, wirklich. Also, der, also ja, und vor allem der, der Spiegel, um das nochmal zu zitieren: also, die haben aufgemacht mit Söders viereinhalb Argumente für den Vize. Das ist auch von heute, vom dritten mhm. Und da haben sie ganz nett geschrieben, also ähm, nach Bewertung aller vorliegenden Fakten stellte es sich für ihn am Ende so dar, sagte der CSU-Chef am Sonntag mit dem Blick auf Eilwanger. Also für mich stellte es sich so da. So, also so muss man das natürlich in dem, in dem söderschen. Ja, so, also so, ich, ich erkläre euch jetzt mal die Welt. Mansplay, also so sieht es jetzt aus. So, erstens, sagt er. Erstens. Hat er sein, äh, hat er in seiner Jugend wohl schwere Fehler gemacht? Das aber auch zugestanden. Das ist schon mal, gut. Dann dann bin ich sagen, nur noch nur noch halb so wild. Ich würde sogar <laughs> sagen, nur noch ein Viertel, ein Viertel so wild. Ja, jetzt kommt. Er hat sich dafür zweitens entschuldigt, davon distanziert und auch Reue gezeigt. Und wie gesagt, man mhm. muss sagen, also er hat halt so einen, also in diesem, in, also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich, das ist wirklich sowas fieses. Also ähm, er, er, er hat sowas wie gesagt: so, ja, wer irgendwie äh, hier gegen das Land ist, der gewinnt irgendwie eine Gratisreise nach Auschwitz und so und darf mhm. irgendwie mal irgendwie in da duschen gehen und so. Also, so wirklich der, derbe, derbe Zeug. Also, aber und ich finde, wenn man da sagt, so, es war ein schwerer Fehler, aber er, ich habe mich jetzt entschuldigt und auch davon distanziert, 40 Jahre später oder so, ähm, dann ist das jetzt auch okay. Und weiter. Drittens, ein Beweis jedoch, dass er das Fußball verfasst oder verbreitet hast, gibt es bis heute nicht. Dagegen steht seine ganz klare Erklärung, dass er es nicht war. So. <laughs> so. Und, das ist, und jetzt kommt viertens, seit okay. dem Vorfall von damals gab es auch nichts Vergleichbares mehr. Also in den letzten Jahren auch speziell in der Zeit als, als Bayern-Vize. Also da hat er kein Pamphlets mehr rausgegeben. Auch da, also das habe ich jetzt dazu erfunden. Dann hat er keine judenfeindlichen äh, <lacht> <lacht> Flugblätter mehr verfasst. Ja, genau. Da muss man also da, ja wirklich sagen, genau, das das muss man so formulieren. Ne? Seit, also seitdem er Bayern-Vize ist und mit mir zusammenarbeitet, mm -hmm. habe ich solche Flugblätter nicht mehr gesehen. Ähm, und fünftens, <laughs> das Ganze ist in der Tat 35 Jahre her. <laughs> Kaum einer von uns ist heute noch so, wie er mit 16 war. Also, weißt du, so. Also, eigentlich auch von Söders Stand. Seite alles halb so wild. Und ich sagte dir eins, ja. ich bin gespannt. Hm, sechs Wochen, ich glaube, sechs Wochen ist die Bayernwahl noch weg. Das ist ja schon noch eine gewisse Zeit. Da wird das eine oder andere auch schon wieder vergessen. Aber das wird aus meiner Sicht ein Case sein, der wird auch dem Söder äh, Prozentpunkte kosten. Bin ich äh, sehr überzeugt davon. Ja, und, und, weißt du, und das Ironische daran wird sein, wahrscheinlich zu Kosten der AfD. Weißt du, das ist genau. Das, also, also genau <laughs> genauso genau, genau wird es laufen. <laughs> und das ist halt dann das, das dumme dran. Also, ja, weißt du, so, ja. dann, also dann kann man ja auch sagen also dann also also kannst du auch dann gar, wählen wir ja. auch das Original. <laughs> ja, genau. Dann bleibt es dabei. Dann wählen wir das Original. Ja. Naja, ja. gut. Also ja, wir haben auch fest also man wird, sagt ja oft ne, die Bergluft ist gut aber ich habe auch oft die Meinung, ähm, weiß nicht, Bergluft ist auch nicht immer das Wahre. Naja. Apropos Bergluft, da hat sich ja die Ampel in letzter Zeit drin, gar ne? nicht befunden. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern ähm, da war man eher wieder in Brandenburg unterwegs. Man hat sich mal wieder zurückgezogen auf Schloss Meseberg. Ja? Und. Ähm, Max, da ganz kurz die Frage: Mir kommt es irgendwie so vor, als wären die mittlerweile mindestens einmal im Quartal auf Schloss Meseberg, oder vergeht einfach die Zeit so schnell? Ja, gefühlt. Also das ist, also das hat so das Gefühl, als wenn die irgendwie immer hier so bei, bei also wenn die so in deiner, also gut, wie oft hast du Eheberatung? So alle vier Wochen, oder würde ich sagen? So, also und und so wirkt <laughs> es langsam, als wenn die da so eine so eine ausgefeilte Eheberatung plus irgendwie Therapiestunde haben, oder? Also weil was anderes ist es ja nicht mehr, ne? Also, sie werden, das Interessante ist, wenn man Leute fragt, was ist denn, also, was ist denn wirklich schlechter geworden? Ja, alles! Alles ist schlechter geworden. Und dann fragt man so, ja, aber bei dir persönlich, also, ja, alles. So, und dann ist so, ja, aber was hat denn jetzt die. Re ja, Atomausstieg ist so, ja, das war aber jetzt nicht die Ampel. Ja, aber es ist auch alles teurer geworden. Ja, aber dann hat ja jetzt auch nicht die Ampel. Also, da hat ja jetzt nicht irgendwie Olaf Scholz gesagt, so, dass, äh, die Kugel Vanilleeis kostet jetzt 1,40 also, und Also, äh, und, und die ganzen Dinge, die man so. Also, alles ist schlimmer geworden seit der Ampel. Und die treiben das Land in den Ruin. Und das sind alles natürlich so. Die Dinge, die dann angeführt werden, sind halt alles Sachen, die halt äh, noch aus äh, der großen Koalition unter äh, CDU-Führung ähm, entstanden sind. Und, und dann ist für den Einzelnen, dem es halbwegs gut geht, jetzt auch nicht so viel passiert, außer, ja, es ist alles teurer geworden. Aber das mhm. ist jetzt auch mal so ein Ding, das kommt vielleicht auch aus der jahrelangen äh, sehr billigen Geldpolitik. Und das wird dann jetzt alles, das ist jetzt alles komplett von vorne bis hinten, ist die Ampel dran schuld, Dass die keine gute Figur abgeben, ja, ey, kaufe ich sofort. Aber das aber ist das, wirklich aber so, das der, der, der Grauen ist und alles, was die machen, wirklich so kurz, also den Weltuntergang beschwert, sehe ich jetzt auch nicht so. Nee, aber da siehst du einfach, wie viel Außenwirkung eine Rolle spielt. Ne? Also genau wie du sagst, die geben keine gute Figur ab und das zieht sich ja halt einfach durch. Ja? Ja. Weil du siehst, du, du hast halt alle diese externen Faktoren und dann gleichzeitig passiert eben, dass die komplett verstritten sind und ein scheiß Bild abgeben. Und ja. deswegen geht diese Gleichung genauso auf, wie du es eben wahrnimmst, beziehungsweise gespiegelt bekommst. So. Und mh, was ich bei der ganzen Nummer spannend finde, ich glaube, das war so das. Erste Mal, als die sich zurückgezogen haben auf Schloss Meseberg, so etwa eine halbe, ein halbes Jahr nach Regierungsantritt. Und da gab es so kleine Streitpunkte und dann hat man gesagt, naja, jetzt zieht man sich mal zurück auf Schloss Meseberg und dann wird das auch schon alles wieder und dann will man hier auch ein, ein tolles Bild der Einheit, will man irgendwie nach außen ähm, transportieren. Und da hat, glaube ich, Olaf Scholz auch dazu aufgerufen, dass man das jetzt gut hinbekommt und ich glaube jetzt ist man einfach auf schloss meseberg und niemand wirklich niemand ist mit diesem anspruch da reingegangen weißt du es gibt einfach diesen anspruch nicht mehr man will vielleicht noch mal so ein ganz kleines bisschen die wunden also verschiedene wunden versucht man noch zu verbinden ja. und bei anderen Wunden ist klar, also das Bein ist ab. Also <laughs> ja. da, da macht man sich jetzt irgendwie auch gar keine großen Hoffnungen mehr. Sag mal, komm, wir retten noch den Torso und gut ist. Ja. ja, wirklich, ne? Ja, echt alles ab, was keine Miete zahlt. Ja, das ist also eigenwillig, sehr eigenwillig. Aber wie ja. ist denn so, sag, gib, gib doch mal deine Einschätzung. Also, wie, wie blickst du denn aktuell so auf die, auf die Ampel? Also alle Zeichen, also steht die Ampel rot, steht die Ampel still, ist die Ampel defekt? Wie, wie ist da so deine, deine Meinung? Ja, Ampel ist defekt und blinkt gelb. Ich, ich, glaub, ich glaube, das ist gerade was passiert. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht so ganz genau. Was so die Interessenlage ist oder so, ich glaube einfach, es gibt gar kein übergeordnetes gemeinsames Ziel mehr, sondern alle sind eher so ein bisschen in diese Lagerkämpfe verfallen und es ist wirklich Rahmen insbesondere so, so ein, ja, so ein, natürlich FDP gegen Grüne, die äh, SPD hält sich mal wieder relativ man bedeckt müsste den bei noch allem. Mal, Man müsste denen das Selfie nochmal vorhalten, weißt du, kennst du noch? Die Kanzlerwache. <laughs> genau, ja. Also, erstens das, ja, und, und zweitens natürlich dann auch nochmal die Vision, mit der man gestartet ist, ja. Also zu sagen, wir sind jetzt hier die neue Zukunftskoalition und wir, sind, wir stehen für den Aufbruch und wir wollen jetzt hier richtig was aufbohren und wuppen zusammen. Und vor allem wollen wir nicht, dass, wenn irgendwelche Dinge intern besprochen werden, das dann alles nach außen dringt, in ja. dieser ganzen Maulwurfmanier, wie es ja davor bei der CDU auch immer der Fall war, ja? ja. Und ich würde sagen, all das hat man jetzt wirklich nach nunmehr, ja, ungefähr zwei Jahren, ne? Also ja. im September jetzt sind es ja auch zwei Jahre nach der Wahl, hat man äh, doch gut hinbekommen, äh, dass man all das über den Haufen geworfen hat. Also. Ja, also ich muss auch, ich, ich stelle auch immer wieder fest, also Gr grüne und FDP ziemlich harte Bruchlandung in der Realpolitik, ne? Also, ja. die ja, denken ja, ja. sich manchmal auch, was war das schön in der Opposition, ne? Ja, da wir, sieht man sich vielleicht schön. noch ein bisschen hin zurück. Und da ist aber auch die Frage, also es müsste ja jetzt, wenn es so weitergeht, noch zwei Jahre so laufen. Ne? Und da fehlt mir jetzt gerade schon ein klein wenig die Perspektive, wie man das hinbekommt. Also ab einem gewissen Punkt müsste man ja schon sagen, wir raufen uns hier jetzt noch mal zusammen. Ähm, aber dieses Zusammenraufen, also so richtig erscheint es noch nicht am Horizont, oder? Nee. Also, ist also okay. als Lippenbekenntnis ja, aber ich ja, habe es noch nicht gespürt. Glaubst du, es gibt Neuwahlen? Glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, aber weißt du so, es wird ein ganz schönes Gurke dann einfach zwei Jahre jetzt noch. Und ich glaube, das wird jetzt keiner der Parteien irgendwie guttun. Nö. Nee. Und. Und dann, vielleicht machen wir da ganz kurz noch zum Ende hier der zumindest nationalen politischen Woche noch den Schlenk zur CDU. Trotz dieses, dieser desaströsen Außendarstellung der Ampel, so richtig ganz viel Kapital daraus schlagen kann die CDU aktuell auch nicht, oder? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Also, da müssen sie leider. Also, ich glaube, in Unfragewerten, die sind relativ konstant bei ihren, ich weiß es nicht, was sind es, 25 Prozent. Ja. Ähm, ja, und die anderen dümpeln da in ihrer Region halt rum, wo sie zuletzt immer lagen. Also ich glaube irgendwie die SPD da bei 15, 15, 16. Ja, und dann steht da quasi auch schon mehr oder weniger Pari. Äh, die AfD ja Gewehr bei ja, Fuß, ne? Ja, ja, genau. Ja, richtig. Die äh, freuen sich. Also ähm, ja, du, wir werden es sehen. Da freuen wir, da freuen wir uns schon alle drauf, oder? Wenn Super die Ball, endlich ja. ran dürfen, oder? Wenn die <laughs> endlich ran dürfen. Und wer weiß, vielleicht hat Hubert Aiwanger jetzt den Weg geebnet, dass Bayern einfach das erste Bundesland wird, wo das der Fall sein wird. Aber ich glaube, ja. es sind ja noch einige Wahlen, ne? insbesondere im Osten Deutschlands. Das werden wir sehen. Äh, wir werden da jetzt auch wieder eng berichten und dran sein. Und Max, ich sage mal so, lass uns doch zum Ende der politischen Woche noch einen ganz kurzen Schlenk machen, denn äh, international, ja, in Russland, da passiert ja auch weiterhin einiges. Ähm, unter anderem... Ja, da hat sich ja auch eine, man, man hatte eine große Koalition, ähm, die ist auch ganz gut zerbrochen, würde ich sagen. Ne? Ja, also witzigerweise, ne, ich habe, also wir haben das ja alle mitgekriegt, dass ähm, der, der, äh, der Marsch auf Moskau am Ende mit dem Flugzeugabsturz geendet ist von Herrn Prigoschin. Und ähm, was mir so ein bisschen abgeblieben ist, weil ich war dann doch irgendwie ein bisschen überrascht. Und alle sagten so: Nö, wieso? Das war doch klar. Das war doch nur noch eine Frage der Zeit. Und da muss ich sagen: Mir persönlich war das irgendwie nicht so richtig. Also war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe: Ja, stimmt. Das ist logisch. Ich hätte gedacht, das passiert naja. eher. Aber irgendwie so leicht geht es dann doch nicht. Ne? Also wir wissen ja auch nicht. Also ich fand es sehr schön, wie ähm, an dem Tag, als das bekannt wurde, ähm, wie. Ähm, wie der Postillon darüber berichtet hat. So irgendwie. Wie ehemalige, hat der Postillon darüber berichtet? Also tausend Beiträge zu äh, ehemalige Grundschullehrerin, die Putin ein äh, 4- Minus gegeben hat aus Versehen von also irgendwie äh, äh, aus Versehen von Horde Wölfen zerfleischt oder so was heißt das? oder irgendwie so ähm, irgendwie Klavierlehrer oh aus Versehen von Klavier erschlagen so, so, so solche Sachen halt ne und ähm, ja, irgendwie, jetzt kam es raus: Brigoschins Flugzeug ist aus dem Fenster gefallen oder so. <laughs> oh Mann, ey, ja, so dumm. Aber was, was, was glauben wir denn? Also, vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ja, ja. als ich irgendwann gehört habe, es gibt diesen Marsch auf Moskau, das ja. war ja dann schon ein ganz klarer Fingerzeig zu sagen: ey, ich bin 0,0 mit deiner Linie einverstanden und ähm, ich ja ich mache ich mach hier offenes Visier ich will hier den offenen den offenen Machtkampf und mh, ja das war ja aber ja schon dann irgendwie ja, verwunderlich aber, genau ich will den offenen Machtkampf und dann war aber ganz schnell wieder irgendwie ja fünf Stunden später war ja schon irgendwie wieder vorbei und gesagt so ach nee doch nicht alles wieder gut also irgendwie das war so so halb gar, ne und da hat jetzt Putin halt vielleicht gesagt so pass auf ähm, so zieht man durch, mein Freund. Ja, und jetzt ist es natürlich die andere Frage der Bluthund ne? Kadyrov. Ja. Was wird aus ihm? Weil der stand ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dem Brigoschen immer sehr nahe. Ne? Ja, aber hat er sich denn irgendwie? Das habe ich dann auch gelesen. Hat er sich denn jetzt irgendwie öffentlich gegen ähm, ge gegen Putin gestellt? Ich glaube nicht. Das Einzige, was er öfter auch gedroppt hat, war er, er will es eine Nummer härter. Also er wäre bereit, er würde da so richtig aufmischen. Also das hat man ja. schon gehört. Und im Übrigen, das ist natürlich auch 1A Bildzeitungsartikel, die ich da wieder gelesen habe, oder irgendwelche bild headlines irgendwelche Typen, die sich jetzt da auch schon als potenzielle Putin-Nachfolger in Stellung bringen. Die aber auch alle als deutlich härtere Hunde bekannt sind als Putin selbst. Wo man dann auch wiederum denkt, so, ja, ähm, wie es ja so oft ist, ne? Also man, man wünscht sich, dass der Typ weg ist, aber dieser Glaube, dass danach dann alles gut würde, ähm, ist, glaube ich, auch dann sehr stark idealisierte Welt, oder? Ja, das mag, das mag wohl sein. Ähm, aber ist das der schlauste Move, sich jetzt, in, also, sich jetzt in Position zu bringen und zu sagen, also. Du musst schon überlegen, das haben schon, also das haben in einem demokratischen Staat wie Deutschland schon einige bei Angela Merkel versucht und äh, unter anderem Friedrich Merz, Norbert Röttgen, ja. Christian Wulff, ähm, Karl, Karl Theodor zu Gutenberg, also und auch die haben alle irgendwie das zeitliche gesegnet, zumindest politisch. Und da ist jetzt die ja. große Frage. Also, die hatten sich zu. Und, und Annegret Kamp-Karrenbauer, ne? <laughs> Gott habe sie selig. <laughs> ähm, also, we, we, weißt du, also die, die, die haben sich ja alle ein bisschen zu früh aus ja. der Deckung gewagt oder wurden schon von den Gazetten hochgeschrieben. Und das haben die schon nicht politisch überlebt, ähm, wie, dass du dich dann jetzt so kurz nachdem irgendwie ein enger vertrauter Putin sich aus der Deckung gewagt hat, hier, nicht im übertragenen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne. Ja, ähm, und, und dann halt mit dem Flugzeug abgestürzt wurde, da, da ist doch die große Frage, ob man kurz danach sagt, ja, wenn der Putin weg, ich würde es machen, Leute. Ich mach's. Ich bin ehrlich, klassischer Fall von ungutes Timing. Ja, ja wollte ich gerade sagen, ne? Ungutes Timing. Aber hey, wir, wir warten es ab. Wir warten es ab, wir werden es die nächsten Wochen begleiten wieder. Ja. Und damit sage ich mal, Max, lass uns raus Hallo. aus der politischen Woche. Wir haben noch das eine oder andere zu besprechen. Let's go over to the Panorama Category. Category. Panorama. Uh. Ja und ach, was war da los? Was war los in der in der in der bunten kunterbunten Welt von ähm, Panorama? Und da will ich ja jetzt nicht anfangen, weil gestern spannendes Interview mit Sladko, 25 Jahre nach Big Brother, glaube ich, oder 50 <laughs> Jahre nach Big Brother, was er wirklich darüber denkt. Ich will auch, also das, darüber reden wir heute nicht. Wir reden auch nicht über die neue Love-Affair von Gina Lisa Lofink. Auch darüber reden wir nicht. Ähm, wir reden auch nicht über 25 Jahre Harry Potter. Ne? Ja, auch wenn weil ich jetzt so ein bisschen aussehe wie Draco Malfoy. <laughs> ja. Weil da hast du mir ja eben noch gesagt, auch 25-jähriges ja. Jubiläum, ja, ja, ja. wo ich mir dann schon die Frage gestellt habe: Was war denn da los im Jahr 1998? Ja, Frankreich-Weltmeister, ja WM. Frankreich-Weltmeister, Big Brother, erste Staffel und scheinbar der erste Band von Harry Potter. Ja, also, wie viel passt in so ein Jahr? Ja, also das war pique, packe voll. Aber auch darüber wollen wir nicht sprechen, ähm, sondern wir sprechen über die, wir greifen ganz hoch ins Regal und starten mit äh, Prinz Markus hier. Der durchgeknallte Koksaprinz. prinz ähm, Das ist ja der mit der sehr roten Haut. Ja. Ähm, wo man nie so ganz genau weiß, wie er eigentlich zu seinem Geld gekommen ist. Aber er redet auf jeden oh, Fall doch. viel darüber. Puff, Puffs hat der betrieben. Ach, der hat Puffs betrieben? Ja, Table Dance Clubs. Ah, okay. Sie aber und wo? Also der ist wirklich, also äh, da, 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 ich finde, das ordnet, also. Er ist halt irgendwie adoptiert ja, aber er ist ja eigentlich also geboren als Markus Eberhard. Ähm, irgendwo da in, in, in Bade württemberg Das hört man bei ihm auch sehr stark raus und ich sage ja eh. Obacht bei Leuten, die als Nachnamen einen Vornamen haben. Immer gefährlich. Ne? Ja. Äh, ach so, ja, sage ich auch oft. <laughs> ähm, und, und, und das, das Tolle ist, da lachst du dich aber über dich selbst kaputt jetzt. Ich lach mich wirklich sehr darüber kaputt. Weil wir alle dies vergessen haben. Maximilian Konrad heißt ja. Maximilian Konrad. Ja. ist dir das jetzt gerade jetzt eingefallen. Ja, ich musste ah ja. schon nochmal drüber nachdenken. Aber ähm, gut, weiter im Text. Äh, ja, genau. Und, und, und wie gesagt, und man denkt ja immer, das ist irgendwie so ein... So wie hier der, der Prinz, der Pinkelprinz, ne, der gegen den türkischen mhm. Pavillon bei der Expo gepinkelt hat. Also der ist ja kein Adliger, sondern er ist einfach Bordell- und Nachtclubbesitzer. Also aus dem Metier kommt er. Und ich finde, als ich das irgendwann erfahren habe, hat das die Figur für mich ein bisschen besser eingeordnet. Und gesagt, ah ja, okay, was erwartet man halt? Was erwartet man? Aber wie ist es nochmal genau gekommen? Der ist dann adoptiert worden von einem wirklich Adligen, lassen, oder? hat sich von irgendeinem so Adligen adoptieren lassen, damit er diesen Titel kriegt. Ah, okay, verstehe, verstehe. Also mit anderen Worten, mh, man hatte ja diesen anderen, wie heißt er noch, Frederik von Anhalt? Das war doch der Pinkelprinz, oder? Ja, gut möglich, keine Ahnung. Ja, der gegen den türkischen Pavillon auf der Expo 2000 gepisst hat. Da, da würde man wirklich sagen, das ist ein salonfähiger Typ. Den hätte man gerne an der Stelle. Aber stattdessen muss man jetzt mit ihm äh, Vorlieb nehmen. Ganz unangenehmer Typ. Ah, ich, also, wenn ich den irgendwo sehe, mh, ganz unangenehm. War auch irgendwann mal zu Gast bei Schick Römer. Ja. Ähm, gute Folge, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und jetzt ist er aber auffällig geworden mit einer anderen Aktion. Ich habe es irgendwie nur so in der Drittverwertung mitbekommen. Deswegen Max, du warst da, glaube ich, ein bisschen näher dran. Ja, also er, er rennt irgendwie rum, ist wieder schwer angezündet, der Mann. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt zum Start der Bundesliga war. Also, er rennt irgendwie da so rum, ist schwer, also wirklich schwerst angezündet. Ähm, und hat irgendwie so den ganzen Körper voll gekrickelt. Ich habe erst gedacht, das wären Tattoos. Ich weiß nicht, ob es Tattoos sind. Dann sind es ziemlich dumme Tattoos mit so Why So Serious? und lacht sich halt schlapp. Und äh, schießt, ich glaube, er ist in Bali oder so, und schießt dann so eine Landschildkröte mit dem Fußball ab. So, und die ah, Schildkröte okay. zieht sich dann halt so in ihr Häuschen zusammen. So, und dann sind natürlich, und dann ist natürlich die ganze, äh, die ganze Meute ausgerastet und hat halt gefordert, wie kann so ein Mann überhaupt noch existieren, wenn der so eine Schildkröte mit dem Fußball abschießt. Und ähm, ich war so ein bisschen davon irritiert, weil ich gedacht habe, so. Also das ist das jetzt, was die Leute, also wenn das jetzt die Nummer wäre, die ihn zum Stolpern bringt, wäre das auf jeden Fall mhm. verrückt, weil er hat auch ziemlich viel andere Scheiße gemacht und ist halt auch ein, also ein ziemlicher Asi und jetzt halt irgendwie, dass er jetzt irgendwie, ja so ein so eine Schildkröte abschießt, was natürlich total asozial auch ist. Ähm, äh, da ist jetzt irgendwie, also da war es jetzt den Leuten too much. Da hat man gesagt, so nicht. Ja, also wie soll ich sagen, mich, mich wundert es überhaupt nicht, dass der Typ so drauf ist. Ja? Nee. Äh, was mich irgendwie wundert, ist, also, dass er sich entblödet, das auch noch öffentlich zu machen. Ne? Der, also, der Typ hat Videos geteilt, wo der ultra schwer auf Koks ist, der Typ. Also, wo der irgendwie ah, von, ja, okay. von also, irgendwelchen Frauen vom Hintern Kokain zieht. Also wer, wer, wer sich dazu entblödet. Also der ja, hat okay. ja schon viel Dümmeres Zeug gemacht. <laughs> du siehst, ich war einfach noch nicht nah genug dran an der Person ähm, Prinz Markus. Also insofern okay, wow, ja, ja. gut. Also wie, wie, wie kann man diesen typen mal loswerden also was muss noch passieren damit markus äh, prinz markus endlich mal da aus der öffentlichkeit verschwindet weiß ich nicht einfach nicht mehr hingucken aber ich ja, das ist ja schon kann, die, also das ist ja hat der sich auch zu corona geäu geäußert eigentlich <laughs> Ja Weil fragen, das wäre vielleicht nochmal ja. so ein Ding, was ihn endgültig irgendwie in die Telegram-Welt irgendwie verstößt. Weil das, das würde mich dann freuen. By the way, ganz ja. kurz eingeschoben, Corona auf, auf einmal wieder ein Thema, ne? Ja, Corona wieder ein Thema. Ähm, ich, also ich habe es an zwei Dingen gemerkt. Erstens an den positiven Tests von Leuten in meinem Umfeld. <lacht> ja, ja. <lacht> Und daran, dass auf einmal Virologen wieder auf der ja, Bild-Startseite auftauchen. Hendrik Streeck auf einmal wieder bei Bild. Ja. Hendrik Streeck. Er, er Henrik Streeck, Big ja. Comeback. Und vor allem, er hat natürlich jetzt den absoluten Sweet Spot, weil wenn ich mich recht erinnere, hat doch irgendwann, Drosten wie heißt sagt, er nochmal, Drosten hat gesagt, kein Bock mehr, Schluss aus, kein Bock mehr auf diesen Podcast und die ganze Öffentlichkeit. Deswegen, ja, Hendrik, Streeck. Hendrik Streeck steigt jetzt endgültig auch zum deutschen Vorzeigevirologen. Ja, dir. man könnte sich jetzt natürlich, wenn man, wenn man so ein bisschen fies sein will, könnte man sagen, ja klar ist Corona wieder ein Thema. Hör mal, es, ist, es ist, also der Herbst ist nicht mehr lang weg. Man muss jetzt die Leute vorbereiten, dass ja im Herbst, also es kommt ja jetzt ein neuer Impfstoff. Verbesserte Formel. Jetzt weiß ich nicht, mit 32 Vitaminen. Wer jetzt, wer jetzt Böses will und verschwöre, schnell sagt, gesagt, man muss die Leute jetzt auch wieder ein bisschen preppen, dass die Leute dann auch alle kaufen. Weißt du? also, Soll ich dir sagen, was richtig geil wäre, wenn der Impfstoff, wenn der Impfstoff einfach jetzt eine Podcast-Werbung bekommen würde? Weißt du? Wenn er was? Ein Podcast bekommt? Ne, Nicht ein Podcast, sondern das quasi in Podcasts mit Podcast-Werbung für diesen Impfstoff geworden ja, wird. Ja, das weißt gut. du so? Nee, also äh, sonst kommt ja immer diese Werbung von AG1, ne? hohe ja. Bio-Verfügbarkeit. <laughs> <laughs> die ganzen Slots kauft aber jetzt irgendwie so ein Pharmakonzern ja, auf. Pfizer, den, Pfizer, der Pfizer. Pfizer kauft die auf, um ja. halt irgendwie die neue. Jetzt auch, ähm, genau, in der 32. Variante jetzt nur, nur einmal im Winter, jetzt ein Schuss. Und dann geht's rund. <laughs> ähm, ja, die ja, Leute wirklich. werden auch noch auf Masken sitzen und so weiter. Also, das Zeug muss raus. Also, ja. äh, Corona ist back. <laughs> Better than ever. Also, the biggest comeback ähm, seit Thomas Gottschalk, würde ich sagen. Du, just in diesem Moment sind bei mir hier direkt 35 Gesuche online gegangen. Ja? Ja. Ich werde jetzt hier im ganzen Düsseldorfer Stadtgebiet wieder flächendeckend ähm, so Thomas, Teststudios eröffnen. Nee, nee. So, also hier so Testzentren. Ja. Oh ja. Testzentren. Ja, früh sein, ja. sein ist the name of the game. Das finde ich auch gut. Das könntest du mal machen. Also jetzt schon mal so einfach mal loslegen. Ja, einfach mal loslegen. Dann hoffen, ne, dass da die, die, die Welle nochmal kommt. Aber das ist natürlich sehr makaber, das hoffen wir natürlich nicht. Aber es wäre natürlich eine Chance, um Prinz Markus endgültig in, ins Abseits zu kegeln. Ne. Ja, warten wir es ab. Ja, warten wir es ab. Max, wir, we will see. Wir haben aber ja. ein anderes aus deiner, aus unserer Sicht. Ich spreche da jetzt einfach mal vor uns. Ja, trauriges Thema noch mit dabei in der Panorama-Kategorie. Ne? denn es war ja eine Traumbeziehung der Deutschen. Es war ein bisschen wie Stefanie Hertel und Thomas Mross. Es war ein bisschen wie Stefan Moss. Ähm, Dings, genau. Äh, es war ein bisschen wie Michael Ballack und Simone Ballack. Es war ein bisschen wie ähm, die anderen da. Äh, nämlich. Wie Christian Wulff und Bettina Wulff. <laughs> ja, wenn man die als Referenz nimmt, dann kann man ja noch hoffen, dass die zweite und dritte Hochzeit noch kommt. Aber, von wem rede ich? Natürlich von den Pochers. Ja. Und was ich jetzt über einen wirklich sehr langen Zeitraum angedeutet hatte, hat sich nun auch als Schlagzeile manifestiert, eher aus Schluss, aus Ende, alles ist vorbei, die Pochers sind getrennte Leute. Wann hast du es zuerst erfahren, lieber Maxi? Äh, ich weiß gar nicht, irgendwo wahrscheinlich, also keiner hat mich seit längerem mehr angerufen von den beiden, also das muss ich wirklich sagen, keiner. Ähm, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also aus direkter Quelle habe ich nichts, auch nicht aus dem näheren Umfeld, wie man immer so Vertraute aus dem näheren Umfeld, um sich das immer so bestätigen zu lassen, auch nicht. Also ähm, habe ich es klassisch, wie wir alle anderen auch, aus der Bildzeitung. So, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert zum Thema und <laughs> ja. bei Promi-Trennungen dieser Kategorie ist es ja durchaus so. Da äußert sich natürlich wer? Ja, der Typ, ist, der immer hier die, diese, diese, diese Royal Weddings macht mit dem viel zu hohen Stehkragen? Wäre naheliegend, aber ich meinte jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner gesprochen. Da meldet sich Lanzort natürlich Brecht. das Freundesumfeld. Ne? Ja, klar. Da wird, da wird referiert auf ne, das Umfeld sagt oder Freund XY weiß. Ja? Und. In der Regel bleibt es aber im Unklaren, wer diese todsichere Quelle ist. In diesem yeah. Fall nicht. Ja? Oh. Weißt du, wer sich hier nämlich gemeldet hat im Nein. Falle von Olli und Amira Pocher? Der Typ, der den Pocher auf die Mappe gehauen hat. Wie <laughs> ist den ja, der denn noch? Hummelhub Comedy. Lange nichts gehört. Lange nichts gehört. Weiß, sitzt wahrscheinlich, sein. sitzt wahrscheinlich mittlerweile ein. <laughs> ähm, Nee, hier hat sich jetzt auf einmal zu Wort gewählt Mola Adebesi. Was? <laughs> ja, lange okay. nicht gehört. Wahrscheinlich, weil die beiden doch damals, also Olli Pocher und er, die werden wahrscheinlich zur gleichen Zeit bei Viva gewesen sein. Ja, mit Sicherheit. Deswegen, er ist Freund des Hauses. Er und, und Molle, er sagt, wie ich immer sage. <laughs> uns Molle. Er sagt jedenfalls, ich denke, der Olli findet es sehr, sehr schade und sagt, das ist eine schwachsinnige Trennung in seinen Augen. Das hat er gesagt. Das sind auch seine Worte. Ja, also wir wissen, es ist <laughs> laut Mola Adebesis Nacherzählung eine schwachsinnige Trennung ähm, und schwachsinnige, auch, von wessen Seite aus. Wer hat sich denn getrennt, Jan eigentlich? Du musst mich ein bisschen abholen. Ich bin schlecht informiert. Ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht. Aber für mich klingt es so, als hätte sich Amira von ihrem Olli getrennt. Ja? War, war das Mojo aus? War, konnte er, also konnte er sie nicht was mehr aber, weiterbringen? Was aber, also ich finde auch toll, ne? ich bin gerade hier bei Watson.de unterwegs und wenn es okay ist, dann lese ich dir nur diesen kurzen Abschnitt vor, und weil den finde ich einfach ding, nur großartig. Also, Erstmal Zwischenüberschrift. Nach Trennung von Amira, Doppelpunkt. Oliver Pocher soll bereits neue Projekte planen. Aha. Das, also, die <laughs> Ehe war nur ein Projekt. Ja, so. ich sagen. Müssen sich da jetzt Leute Sorgen machen? Also, <laughs> Väter, Väter und Mütter schließt eure Töchter ein. Olli Pocher hat ein neues Projekt also das Klingt ein bisschen wie so ein Serienmörder, ja. Ja, pass auf, jetzt geht es folgendermaßen weiter. Ja? Also, watson.de, das ist auch Qualitätsjournalismus vom allerfeinsten. Und zwar, doch hängen lassen will sich der Comedian deswegen offenbar nicht. Jetzt kommt ein Zitat: Zitat, der ist traurig, aber der ist traurig bei 250 km/h, sagt Mola. <laughs> das bedeutet. Aber auch nicht gut, oder? Also, stell dir vor. Jemand ist sehr traurig und fährt in einem Sportwagen 250, ist dabei aber wirklich niedergeschlagen und traurig. Gibt dir das ein Gefühl von Sicherheit? Ich glaube ehrlich gesagt, es ist eher so bildlich gemeint, aber es klingt trotzdem. Ja, Aber bildlich gemeint kann man ja jetzt auch sagen, bildlich gemeint setze ich den jetzt noch in einen Sportwagen. Und bildlich gemeint und ist das kein gutes Bild. Hm? Und für mich klingt das ehrlich gesagt eher so ein bisschen nach den Lebensweisheiten von Prinz Markus. <lacht> <lacht> Aber pass auf, es geht weiter. Hat man Mola das bedeutet, Besi einer zu Corona gefragt? <laughs> ich glaube ehrlich gesagt, Molade Besi mutmaßlich auch auf der Liste gewesen, ne? von, <laughs> Vom Wendler. Ja, ja. Also, pass auf. Ähm. Das bedeutet, schon jetzt konzentriert Oliver Pocher sich laut M Mola wieder auf neue Projekte. Zitat, sein Leben ist so, der ist immer auf der Überholspur, erklärt Mola. <laughs> Pass auf, nur noch ganz kurz diesen Abschnitt, weil es so toll ist. Ja. Hilfe, auch das stellt Mola klar, braucht seinen Freund aktuell allerdings nicht. Dass er sich trotz dessen Traurigkeit keine Sorgen um seinen Kumpel macht, hat auch mit Amira zu tun. Die Amira ist ein wunderbarer, sehr liebevoller Mensch. Die machen das alle mit sehr viel Respekt. Ich weiß die, auch nicht. Vor allem scheinbar, dass ich finde, man, man, man lernt sehr viel über Mola Adebesi hier. Und zwar, dass, das er, ich mir dass, auch er, dass er einer von den Menschen ist, die Leute mit die... Amira und der Oliver ansprechen. Ja, Weil sie kennst ja. die, du kennst die Leute. Da bin, ne? genau. Da wird sehr viel mit Artikeln gearbeitet. Ja. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, seitdem Mola Adebesi bei Viva weg ist, ist irgendwie so ein bisschen das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Aber. Also, so so ja, viel. der dazu. Mola ist ja. ein ganz cooler. Der Mola, bester Mann. Ja. ja. Ähm, zuletzt aufgetreten irgendwie als der Anwalt von. Äh, wo hast du denn nochmal? Hier Joko und Klaas gegen Pro 7 oder so. Ja. Seitdem wenig gehört, jetzt wieder aufgetaucht als der Busenkumpel von Oliver Pocher. Naja, ja. ne? Vielleicht noch mal auf TikTok angreifen. Das wäre jetzt, äh, das wäre jetzt hier so der Tipp des Hauses. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also was? Äh, ich ich könnte jetzt leider aktuell nicht sagen, was Amira Pocher eigentlich macht so richtig. Sie hatten Podcast. Was sie so vorher Ma gemacht Frage. hat. Läuft es gut, machen Sie ihn weiter. Das fände ich mal ganz spannend, ja. Ähm, es gibt so einen Podcast, der heißt Endstation Urlaub. Und ähm, den finde ich, also ich habe den Podcast selbst noch nie gehört, aber ich sehe da immer so ähm, Snippets bei TikTok. Ja. Und ähm, das ist ein Podcast von Katjana Gerst. die wirst du wahrscheinlich kennen, die ist ja auch Darstellerin äh, oder im Ensemble der Heute Show. Wenn du sie siehst, kennst ja. du sie mit Sicherheit okay. und das ist obviously natürlich Fiktion, ja, aber also in der Fiktion geht es darum, die berichten so ein bisschen von verschiedenen Urlauben, also sie und ihr Lover Max, ja. Ähm, und dann ist es aber irgendwann so, dass sie sich trennen, aber trotzdem noch gemeinsam in den Urlaub fahren und er dann was einfach mit der Mutter anfängt. Und da berichten sie, aber sie sind weiter in dieses Podcast-Korsett gefärcht und berichten dann aber die ganze okay, Zeit darüber. Ja. So. Und das ist halt super, super witzig, ja. ja. Und eigentlich ist das gleiche Setup ja jetzt gerade bei den Pochers. Und ich fände es toll, wenn die einfach diesen Podcast weitermachen würden und sich dann permanent beleidigen. Also auch die ganze Zeit so schmollen und sich Vorwürfe machen. Ähm, ja, ich meine, ganz ehrlich, wie soll's laufen? Vielleicht meint er das mit den Projekten. Ja. <laughs> vielleicht, vielleicht sitzt da bei den Pochers demnächst auch einfach Oliver Pocher und Mona Adevesi. <laughs> ja, das stimmt. Ja, das könnte auch sein. Also sie mit oder um ihm eins auszufischen, sie bandelt jetzt an mit Michael Wendler. Du erinnerst dich, Wendler gegen Pocher, oder war das nicht so eine Sendung? E richtig, auf jeden Fall hat doch zeitweise der Pocher ordentlich gegen den Wendler geledert. Ja. Und ähm, ja, oh, da muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, Pocher versus Wendler, Schluss mit lustig. Das war die Sendung ja. im, im Jahr 2000. Ähm, aber ansonsten wissen wir nicht so ganz genau, oder? Was sie vorher gemacht hat? Doch, äh, hm. doch, ich lese vor. Vorher ah. war sie, und mhm. da sind wir, da schließe ich auch der Kreis. Vorher war sie Visagistin und Hairstylistin. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob die auch schon mal einen Edgar gemacht hat. Aber <laughs> Vielleicht. Jetzt, also ich sag mal so: also jetzt ist gerade die Chance, um in das Business nochmal ganz groß einzusteigen. Vor allem sie hat die Reichweite, sie ja, könnte das deutsche sie hat Pendant die werden. Und die Reichweite. Also sie könnte jetzt einfach irgendwie <laughs> das, aber sie ist auch Österreicherin, eigentlich, glaube ich. Ne? Sie ist Österreicherin, okay, aber das ist ja schon mal eine halbe Schweizerin. Also ja, mit, 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 mit anderen Worten, wir würden jetzt empfehlen, oder? Schnell umsatteln. Noch. Umschulung machen. Braucht sie ähm, doch nicht. Die braucht ja nicht mal umschulen. Die ist doch Hairstylistin. Ja, gut. Aber Max, die hat auf eine Mackie gelernt. Dann kann die jetzt nicht einfach so, die kann jetzt nicht einfach mal so einen Edgar dahin zaubern. Ne? Das muss man das, schon lernen. Ich, ich finde, das sieht so aus, als wenn man das einfach so könnte. immer ähm. <laughs> Also, das, das ist wieder mal wirklich typisch. Max Conrad, hat völlig zu kurz gedacht. Dieser Typ, der aus der Schweiz, was denkst du, der hat 10.000 Stunden, hatte den Edgar geübt, bis er den konnte, aus dem FF. Und äh, übrigens, ihr, also ich kann, ich lese dir mal. Willst du eigentlich mal? Also es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu Amira Pocher. Ich lese dir jetzt schon längst, mal. Ja. schon längst offen, längst so, offen. Und jetzt äh, genau. Und jetzt lese ich dir einfach mal die Liste der Einzelnachweise, die unten genannt werden, vor, aus dem sich dieser Artikel zusammenspeist. <laughs> Erstens, Amira Pocher. Das ist die Frau, die es mit Oliver Pocher aushält. Zweitens, mhm. darum hätte Pochers Freundin Amira fast ihren Geburtstag vergessen. Drittens, mhm. Oliver und Amira Pocher getrennt. Liebesaus warf Schatten voraus. Viertens, mhm. nur dank meiner Mutter wurde ich nicht beschnitten. Das scheint ein ernsteres Thema zu sein. Fünftens, okay. Amira Pocher, bei emotionaler Beichte weint sie bittere Tränen. Sechstens, diesen orientalischen Job hat Pocher Schwiegermutter, <lacht> <lacht> übrigens Bauchtänzerin. Ähm, sieben, Oliver Pocher, wer ist eigentlich seine Freundin Amira Ali? Achtens. Amira Pocher bricht bei Erinnerung an ihre schlimme Jugend in Tränen aus. Neuntens, Oliver Pocher, Geheimnis gelüftet. So hat er Ehefrau Amira kennengelernt. Zehntens, Oliver Pocher lobt Hinder. Ohne Dating-App hätte er Amira nicht kennengelernt. Elftens, ah. symp sympathisch, schlagfertig, <laughs> witzig. Das ist Oliver Pochers Frau Amira. <laughs> Also, vor allem die Chronologie. Warte mal. Die ja? <laughs> ich bin großartig. Weil der hat Artikel, ja einfach noch heißt: Geheimnis gelüftet. So hat er Ehefrau Amira kennengelernt. Und direkt der nächste Artikel heißt einfach: oder <laughs> <weil> der <laughs> war ohne den Ehefrau Amira nicht kennengelernt. Ja, da war der Geheimnis. Also, hallo, das, das, sind dem, das sind Artikel aus dem Jahr 2000, 2020. Ähm, ja. Und da war das noch ein hotter Shit. Vor allen Dingen, also da ist dann erstmal, ne, äh, Geheimnis gelüftet. Dann kommt, ne, dann kommt wieder von Watson, lobt Tinder. Danach kommt dann sympathisch, schlagfertig, äh, witzig. Das ist Oliver Pochers Frau Amira. Und dann kommt zwölftens, Amira und Oliver Pocher sind wieder Eltern geworden. <laughs> weißt du das ist so? In vier Headlines ist deren Beziehung beschrieben: Geheimnis gelüftet, es war Tinder, sie ist schlagfertig, hier ist Kind. So, toll, klasse. Gut, hätten wir das auch geklärt. Also da haben wir jetzt gerade sehr, sehr viel erfahren. Manchmal reicht einfach ja, also ein Back Blick und Tinder Ich würde sagen, also jetzt, ich war noch nie auf Tinder, aber jetzt, wo Oliver Pocher wieder auf dem Markt ist, könnte es sein, dass ich, also dass ich Dass du äh, dich anmeldest nochmal, oder? Ja, und Oliver ja. Pocher auf Tinder treffe. Aber es gibt doch diese, wie heißt denn diese, äh, diese es gibt doch so eine andere App. Ähm, Grinder. Nee, da gibt es eine extra, da musst du auch eingeladen werden. Da ist doch jetzt ah, Kati okay. Hummels drauf. Kati Hummels will doch auch wieder daten. Nur mal so, Hallo. um Kati Hummels wo, wo hier du, nicht in der ersten Folge nach der Sommerpause zu vergessen. Wo du eine Million Follower brauchst oder so. Raya. 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 Da musst du dich bewerben. Und da sind nur Promis. Okay. Da sind wirklich nur Promis. Und das würde ich meiner Katzi, meiner Kati, ja. würde ich es wirklich wünschen. Also, nachdem ich mhm. sie so hoch gelobt habe. Und dann ähm, hat sie mich so hängen lassen und sich zusammen mit ihrer Schwester im Playboy ausgezogen. Ähm, hm. Geht sie jetzt auf das Tinder der Stars, weil wer ist da drauf? Kara Delevingne, Shanning Tatum, Owen Wilson, em äh, Emilia Clark, Drew Barrymore, alle auf Raya. Raya ist das neue we Wevo. Nee, we wie ist das nochmal? Vero. <laughs> ja, Vero. Äh, lange nichts gehört übrigens. Ich wollte... Ich wollte letztens noch, mal hier, ich wollte letztens noch mal hier bei der einen Audioplattform vorbeigucken, ob ich da Clubhouse. vielleicht noch mal irgendwo bei Clubhouse, da wollte ich mir mal reingucken, ob vielleicht hier der ähm, Abu Shaka noch mal einen Talk anbietet zum Thema jetzt durchstarten auf Vero. Aber wie wäre es denn, wenn ich versuche jetzt mal mit, ich habe jetzt also neuer Herstil und mich als Markus Butler ausgebe und versuche auf Raya zu kommen? <laughs> Markus Butler nach der Sommerpause. Also meinst du, ich komme durch ja. als Markus Butler? Ja, ich weiß gar nicht so genau. Wie muss man, man muss sich aber wahrscheinlich mit seinem Instagram direkt verifizieren. Das könnte halt ein Problem sein. Du müsstest aber jetzt einfach ja nur noch. Bleiben. Ich gehöre zu den ultra high net worth individuals und da will ich ja mhm. anonym bleiben. Ja, okay, das ist natürlich total verständlich. Vielleicht können wir einfach mal. Folgendes machen, ich gebe mich als dein Manager aus, der Manager von Markus Butler. Ich trete auch nur unter dem Namen auf, Markus Butlers Manager. Und würde ähm, da einfach mal eine E-Mail schreiben, oder? Ja. Dass man einfach mal da hinschreibt oder im Zweifelsfall einfach mal den Hörer in die Hand nimmt und anruft. Ja, also und du musst unbedingt sagen, my, my Client is U -H -N -W -I. Was ist UHNWI. Ultra High Net Worth Individual. Ah. Das muss ja, du dir schon würde mal ich sagen. mitgeben. Also muss ich mir aber so vorher aufschreiben, sonst vergesse es. <laughs> ja, und auf jeden Fall. Also das, der, der Satz muss fallen. Und, und ja. da musst du auch sagen: Und weil das so ist, ähm, mhm. der hat, also der ist so. wie Kennen Sie hier der, der Oppenheimer film Das spielt doch hier der. Ja. Wie heißt der? Killian Murphy. Mhm. Der, der hat auch kein Tinder. Äh, ja, der hat auch okay. kein, Der hat auch kein Insta. Und ja, genau. du kannst sagen, ey, der ist aber auch aus Germany, der hat noch einen Studio-VZ-Account. Ja, studio account and he was at Knuddels. You know ja. Knuddels? It was very famous in Germany years. Ja. Uh, similar, similar to Facebook. So. Kind of the same thing. But. German um, Engineering, you know, made in Germany. It's uh, still very valuable in the world. So, so würde ich es halt sagen. Ja, genau. Und so muss ich mich da ein bisschen unterbringen. Und dann gucken wir mal, ja. ob, ob man mich nicht nochmal bei Raya unterbringen. Ja. Also, ich bin gespannt. Wir haben versucht, dich bei Raya unterzubringen. Und am Ende des Tunnels bist du bei Vero rausgekommen. Ja, da kann ich nicht mal reden. Aber gut. Da, da Wir schauen. Grade, hallo, da bin ich gerade Viral gegangen. Okay. Das, also kann man das mal bringen? Ja, vielleicht. Aber ich würde es einfach mal ähm, auf TikTok posten. Vielleicht interessiert es dann einen. Mexien, ja. wir haben gesagt, wir wollen ja diese erste Folge nach yes. der Sommerpause, die wollen wir kompakt halten. Yes. Jetzt haben wir hier schon wieder eine Stunde vollgequasselt. Wir sind auch ein bisschen die wir, wir, wir sind machen am Ende, nächste ne? Woche, gibt es eine neue Kategorie, nächste Woche gibt es eine neue Kategorie, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf vorbereiten, ähm, denn, denn auch wir müssen jetzt gucken, wo wir bleiben. Auch demnächst ist wieder hier Wahl, Podcast-Wahl ist wieder angesagt und da müssen wir jetzt irgendwie gucken. Am linken, am linken äh, Rand der Politik, da ist schon viel los, da ist jetzt gerade noch mit Copa TS äh, nochmal schwer einer uns da nochmal dazwischen gekommen mit noch einem neuen Podcast. Ganz wichtig, ich hoffe, du hast schon reingehört, Jan. Ähm, mm. Du wirst diesen Podcast lieben. Ich hörte nur den Satz, ja, scheinbar kann heute jeder einen Fußball-Podcast haben. Aber gut. <laughs> ähm, und da. <laughs> Entschuldigung. Und, äh, und da ist er wieder. Das ist die neue Corona-Variante. Ja, ich habe es doch schon gehört. Und, und ich sage es dir auch. Ähm, also nächste Woche gibt es dann, weil wir, wie gesagt, wir, am linken Rand ist alles voll. Wir müssen rechts ja. überholen und deswegen fangen wir jetzt an, äh, am, am rechten Rand ich, der AfD zu ja. fischen mit unserer neuen Kategorie, die heißt <laughs> einfache Antworten auf komplexe Fragen. Ja und das lieben wir, wirklich insbesondere etwas konservative PolitikerInnen, ja. ne, lieben das und deswegen sind wir da auf jeden Fall am Start und, mein und ich sage mal so, noch eine ja. also ich will noch eine einfachere Antwort geben als das als was so die AfD. als die AFD und vielleicht ja. hat das den Umkehreffekt, das weißt mhm. du, wenn du zu weit über das Ziel hinaus schießt, dass die Leute merken, wie behämmert das wirklich ist und dann vielleicht merken, ah nee, vielleicht müssen wir das doch anders angehen, vielleicht sind manche komplexen Probleme doch ein bisschen komplexer. Das ist meine also, aber oder oder also entweder stellen sie das damit fest oder wir haben wirklich ja. so eine einfache Lösung gefunden, dass man sagt, ja, jetzt können wir es auch selber machen. So, ne? Also manchmal ist es ja so. Da freue ich mich auf jeden ja, Fall das ganz Thema nächste Woche. Flüchtlingskrise. Super. Und da sage ich einfach, erste Antwort wäre jetzt Impuls. Also, weißt du, Impuls gesteuert würde ich direkt so sagen, Freimaurer. Ja. Ne? Ja, so. Ja. Also, das Und Thema Mauern hat auf jeden Fall, da holst du alle mit ab. Freimaurer oder direkte Mauer. Also alle ins sind insbesondere Insbesondere alle Donald-Trump-Wähler. So. Ja. Und das können wir aber nächste Woche dann vertiefen. Ne? Ja. Deswegen sage ich jetzt erstmal, Max, es hat großen Spaß gemacht, die erste Folge nach der Sommerpause. Wir sind wieder voll da. Die Dynamik ist pulsiert. Es ist richtig so ein uh, pulsierender Podcast. Ne? Und ähm, wir greifen wieder an. Ne? Mhm. Nächste Woche dann mit dieser neuen, neuen, tollen Kategorie. Und hier noch ein kurzer Shoutout. Denn ja. diese Woche, ihr Lieben. Sind wir doch live, also jetzt, ne? Also quasi, wenn ihr den Podcast heute Nacht hört, dann nächste Woche. Oder wenn ihr den morgen hört, diese Woche. Sind wir live Verwirr die on Stage? So. Verwirrt die Leute nicht so. Siebter Neunter. Siebter Neunter. Donnerstag, siebter in Neunter. Zeitgeist Comedy, fünfte Ausgabe in der La Bar, wieder ein super Line-up. Holt euch Karten auf Eventbrite. Kommt vorbei. Es wird großartig. Ja, und ich bin genau. auch da. Und äh, also wenn ihr meine, wenn ihr wirklich mal meine Frisur sehen wollt. Also dafür lohnt es sich schon, zu kommen und wirklich... Ich habe mir die ganze Zeit, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie könnte man gutes Crowdwork machen in dem Abend? Wie können meine Bits aussehen? Und du hast wirklich all meine Probleme gelöst. Ja, diese, I did it all for you. I did it all for you. Also keine Sorge, mein Lieber. Ich liefer ab. Das ist großartig. Und damit machen wir jetzt den Sack zu. Wir Richtig. küssen eure Augen. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.